Ich bin Caroline Kottke. Ich bin mittlerweile 36 Jahre alt und ich betone sehr gerne mein Alter und ich bin stolz darauf, weil alt werden ist was Wunderschönes. Und ich bin heute Gesundheits- und Ernährungscoach und vor allem aber auch als Brustkrebsaktivistin tätig, weil es mir wahnsinnig wichtig ist, rund um das Thema Brustkrebs aufzuklären, aber eben generell auch rund um das Thema Gesundheit und Ernährung. Und so habe ich meine Passion mittlerweile zum Beruf gemacht. Die Diagnose ist jetzt 6 Jahre her und in den 6 Jahren bin ich enorm an mir gewachsen und habe viel über mich und das Leben gelernt. Und vor allem habe ich gelernt, das Leben zu genießen und voll auszukosten. Und kann heute sagen, dass ich wirklich das Leben genieße und mitten im Leben stehe. So sehe ich mich, ja. Ich bin hier heute bei der neuen Kampagne des Komma-Shootings zusammen mit der DKMS. Und für mich ist das eine wahnsinnig große Ehre, denn hier wird aufgeklärt rund um das Thema Brustkrebs, Prävention, aber so viel mehr, also um wirklich die Stimme zu erheben für so ein wichtiges Thema. Und ich bin total happy und froh, dass ich Teil dieser Kampagne sein darf, denn Komma ist ja wirklich schon seit Jahren Vorreiter darin und unterstützt die DKMS schon so viele Jahre. Und jetzt ein Part dieser Kampagne zu sein und auch meine Geschichte teilen zu dürfen, da bin ich wahnsinnig stolz drauf und freue mich heute hier mit dabei sein zu dürfen. Der Brustkrebsmonat Oktober ist natürlich für mich in Bezug auf Aufklärung total wichtig. Wobei ich natürlich dazu aber auch sagen muss, dass nicht nur der Oktober wichtig ist, denn Aufklärung ist 12 Monate im Jahr wichtig und nicht nur im Oktober. Aber es ist schön, den Oktober dafür zu nutzen, um hier wirklich seine Stimme zu erheben und die Menschen für das Thema Brustkrebs zu sensibilisieren, aufzuklären und zu zeigen, wie wichtig das Ganze ist. Und eben nicht nur zu sagen, geh zur Vorsorge, sondern ein bisschen mehr über das ganze Thema zu erzählen, warum es wichtig ist, zur Vorsorge zu gehen, Geschichten aufzuzeigen, wie zum Beispiel auch meine Geschichte. Denn genau durch meine Geschichte ist es mir wichtig, über dieses Thema zu sprechen und aufzuklären. Denn wenn ich nicht rechtzeitig zur Vorsorge gegangen wäre und ich habe auch schon viel zu lange gewartet, würde ich heute vielleicht nicht hier sitzen. Und deswegen ist es mir so wichtig, gerade junge Frauen so ein bisschen wach zu rütteln und hier aufzuklären, zu sagen, nein, es kann dich auch schon in den 20ern treffen. Mich hat es mit 29 getroffen. Ich war ganz klassisch bei der Vorsorge, war bei meiner Frauenärztin, war alles gut. Ich wurde nach Hause geschickt und 3 Monate später saß ich wieder bei ihr und habe die Diagnose bekommen. Und da kann ich nur froh sein, dass ich rechtzeitig hingegangen bin und das auch selbst ertastet habe. Und genau das ist eben auch so wichtig. Klar, also es ist erstmal die Verantwortung zu sagen, ich nehme mir die Zeit, ich gehe zur Vorsorge und einmal im Jahr sich diese Zeit ganz, ganz wichtig zu nehmen, zur Vorsorge zu gehen, aber vielleicht auch wirklich jeden Monat sich die Zeit zu nehmen, wenn es nur unter der Dusche ist, mal wirklich die Brust abzutasten und zu gucken, ist da vielleicht was, um dann rechtzeitig zu seiner Ärztin oder zum Arzt zu gehen und das abklären zu lassen. Denn Brustkrebs ist ja heutzutage ist nicht direkt eine Todesdiagnose. Ich sitze Gott sei Dank heute auch noch hier, weil ich rechtzeitig da war. Aber ich habe auch einen Monat lang gewartet und bin erst auf die Bitte von meinem Freund bin ich zur Frauenärztin gegangen. Und damit hat er mein Leben gerettet. Denn bei mir war der Brustkrebs schon so fortgeschritten, dass er schon in den Lymphknoten, dass ich kleine Metastasen hatte. Und ich war vor 3 Monaten, war ich bei der Frauenärztin, dort nichts gefunden werden konnte. Und das zeigt eben, wie schnell das Ganze gehen kann und wie wichtig es ist, rechtzeitig zu handeln. Und deswegen finde ich es so wichtig, darüber zu reden und den Monat Oktober auch dafür zu nutzen, anderen Frauen, nicht nur mir eine Stimme zu geben, sondern so vielen anderen Frauen, die vielleicht auch betroffen sind, damit über dieses wichtige Thema aufgeklärt wird. Für mich war es, die Erkrankung öffentlich zu machen, ein Stück weit Verarbeitung, das Ganze niederzuschreiben, weil ich fand es schwer, am Anfang überhaupt das Wort Krebs
in den Mund zu nehmen. Brustkrebs, ich habe Brustkrebs. Man redet ja drum herum und man traut sich gar nicht, dieses Wort auszusprechen. Allein wenn ich dieses Wort, wenn ich das heute noch, also wenn ich das jetzt so ausspreche, es war für mich, ich weiß noch, wo ich diese Diagnose bekommen hatte, da war ich mit meiner Mama bei der Frauenärztin und musste dann eben meinen Freund anrufen und das eben am Telefon, dieses Aussprechen, ich habe Brustkrebs. Das ist, ja, also das ist eben eine ordentliche Wucht. Für mich war es so schwer, das auszusprechen. Ich konnte es aber gut in Worte fassen. Es war für mich erstmal befreiend, aber was zurückkam, das war eben krass. Also weil, klar, ich wollte aufklären, ich wollte eben zeigen, geht zur Vorsorge, damit euch das nicht passiert. Aber in dem Moment haben sich so viele andere Frauen bei mir gemeldet, die in der gleichen Situation waren und die auch so jung waren wie ich, weil ich am Anfang dachte, das haben doch keine, also junge Frauen haben doch sowas nicht, das haben doch nur ältere Frauen und durfte aber eben, also ich wurde eines anderen belehrt, habe gemerkt, okay, das sind ganz, ganz viele Frauen und dieser Austausch, dieser Zusammenhalt, also genau das war für mich dann auch wieder Female Empowerment, mich mit anderen Frauen auszutauschen, die in der gleichen Situation waren, die vielleicht schon einen Schritt weiter in der Therapie waren, mir wertvolle Tipps geben konnten. Oder auch andersrum, dass ich nachher anderen Frauen Tipps geben konnte. Das war für mich wertvoll. Also dieser Austausch zwischen gleichgesinnten Frauen, die in der gleichen Situation stecken, aber eben auch aufzuklären, seine Stimme und seine Reichweite zu nutzen, um wirklich andere Frauen ein bisschen aufzuklären und dafür zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, aktiv zur Vorsorge zu gehen, aber eben auch auf seine Gesundheit zu achten und ja, ein Stück weit auch auf seinen Körper zu hören. Denn genau das vergessen wir immer mehr, auf unseren Körper zu hören, weil wir meistens keine Zeit dafür haben. Aber das ist so wichtig, weil oftmals zeigt uns der Körper ja schon die ersten Signale und wir sind so im Stress, in diesem ganzen Trouble heutzutage, dass wir uns nicht die Zeit für uns selbst nehmen und vielleicht erste Zeichen gar nicht erkennen. Und ich wollte es irgendwie verarbeiten. Es war für mich irgendwie, ja, also Instagram und auch meinem Blog. Also ich habe ja wirklich einen Blog, ich habe ein Brustkrebs-Tagebuch aufgeführt, wo ich jeden Monat einen Tagebuchbeitrag gemacht habe, wie es mir in diesem Monat ging und wie meine Gefühlswelt so war, wo ich einfach ungeschönt meine Gefühle freien Lauf gelassen habe, mein persönliches Tagebuch, was ich aber öffentlich gemacht habe. Und es war, ja, für mich war das so ein Schrei nach draußen, um irgendwie mich selbst zu befreien, um irgendwie aber auch mein Umfeld aufzuklären und zu zeigen, so geht es mir eigentlich wirklich, weil nach außen hin, klar, also man möchte natürlich eben nicht so viel Schwäche zeigen, ne? Und da konnte ich aber ein Stück weit ich irgendwie selbst sein. Und dann aber zu wissen, dass man, also zum einen, ich tue mir was Gutes, ich befreie mich von diesen ganzen Worten und diesen Gedanken, diesen Gefühlen, die in mir schlummern, aber ich kann damit auch was Gutes tun, denn ich kann anderen damit helfen. Also indem ich durch einige Learnings durchgegangen bin und Erfahrungen gemacht habe, profitieren andere Frauen wieder davon. Und das ist eben so, ja, welche ganze Bewegung das auch mit Social Media angenommen hat. Also ich weiß noch, wie ich damals eben eine der ersten Frauen war, die sich jetzt offiziell Brustkrebsaktivistin genannt hat, weil ich eben auch dachte, wie kann ich das, was ich jetzt eigentlich mache, benennen? Und für mich war es eine Brustkrebsaktivistin. Und mittlerweile sind wir ganz, ganz viele Frauen. Und das ist eben dieser Zusammenhalt, diese Stärke, dieses Female Empowerment, auch dieser großen Krankheit, ein Gesicht zu zeigen und zu zeigen, nein, also das ist nichts, wofür man sich schämen sollte, sondern ja, man sollte offener darüber reden, denn wenn wir offener darüber reden, können wir ganz viel bewirken. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist diese ganzen Gefühle und diese Ängste, die mit so einer Diagnose einherkommen, sich hineinzufressen, sondern eben wirklich diesen Gefühlen auch Raum zu geben. Da muss man seinen Weg finden. Also entweder spreche ich eben mit Familienmitglied, mit meiner Freundin oder ich schreibe es eben einfach nieder. Das ist für mich eben wahnsinnig wichtig. Es ist aber auch wichtig, positives Mindset. Man hört immer, brauchst ein positives Mindset. Aber was ist denn ein positives Mindset? Also wie kann ich das auf Knopfdruck, kann ich jetzt ein positives Mindset haben? Nein, also das ist natürlich eben auch etwas, was sich entwickelt und was sich für mich entwickelt hat, weil ich irgendwann den Entschluss gefasst habe,
okay, aus welcher Perspektive möchte ich das Ganze betrachten? Möchte ich jetzt die ganzen negativen Sachen sehen und möchte ich jetzt eben als Ziel haben, oh, ich werde sterben? Oder möchte ich mir als Ziel visualisieren, ich werde das schaffen? Ich habe hier die Kraft und ich habe die Power, deswegen habe ich eben auch immer meinen Löwenring, meine Löwenpower. Also ich habe die Power und die Energie, um das eben durchzustehen. Und ich sehe die positiven Dinge und mache mir das Leben irgendwie schön. Also guck eben, so kann ich noch positive Dinge daraus ziehen, die mir Kraft schenken. Ob ich mich eben schick zurechtmache, mir schöne Klamotten anziehe und mir die Lippen dick fettrot schminke, um vielleicht auch irgendwie von den nicht vorhandenen Wimpern oder Augenbrauen, die so eine Chemotherapie mit sich ziehen, um die ein bisschen zu kaschieren oder zu verdecken. Mir, ich habe es geliebt, Perücken zu tragen und fand das total toll. Aber eben, ja, also generell Make-up macht eben so viel aus. Und damals war ich eben auch total froh, überhaupt auf die DKMS aufmerksam zu werden, die ja ihre Look Good Feel Better Seminare anbieten und wo ich auch so viel lernen durfte. Also wo ich einen wunderschönen Tag mit anderen Frauen hatte, mit gleichgesinnten Frauen, wo man sich austauschen konnte, aber es ging um Make-up. Es ging um was Schönes. Und man hat ein besseres Gefühl für den Körper bekommen. Wie kann ich bestimmte Sachen kaschieren? Wie kann ich mir wieder Augenbrauen malen, obwohl ich keine besitze? Und es gibt ein gutes Gefühl. Ich finde, das ist wichtig, in so einer schweren Zeit zu gucken, was tut mir gut, was tut mir jetzt in dieser Situation gut und was kann ich mir Gutes tun? Und nicht eben über seine ganzen Nebenwirkungen nachzudenken, wie schlecht es einem geht, sondern wirklich, so schwer es einem vielleicht auch an manchen Tagen fällt, und so ging es auch mir, dass ich Tage hatte, wo ich zu meinem Freund meinte, nee, ich bleibe heute im Bett liegen, ich will gar nichts mehr, ich will einfach nur noch hier liegen bleiben, ich will, dass das vorbei ist. Aber das ist eben, nein, das ist der falsche Weg. Also jedes Mal, wenn ich dann doch wieder aufgestanden bin, hat es mich dann doch wieder gestärkt. Und heute darauf zurückzuschauen und zu sehen, wie ich hier heute sitze und was ich heute für ein Leben führe, das ist Gänsehaut. Das macht mich irgendwie dann doch wieder stolz und das freut mich. Und das ist eben das, was ich den anderen Frauen nur wünschen kann. Wirklich, die Energie zu behalten, auf sich aufzupassen und sich positive Ziele zu setzen. Denn das Leben danach, das kann ganz, ganz wunderschön. Das heißt, das Leben danach ist das Wunderschönste, was du haben kannst, weil die Wertschätzung, die du für das Leben durch so eine Diagnose bekommst, ist das Beste, was dir passieren kann. Gerade für Angehörige finde ich, ist es, glaube ich, wichtig, so dieses bestimmte Feingefühl für die Person zu entwickeln. Oftmals ist es total schwierig, wenn man tausende von gut gemeinten Ratschlägen bekommt, da so ein bisschen dieses Feingefühl zu entwickeln, okay, vielleicht ist das gerade so ein bisschen too much. Und lieber zu gucken, einfach nur zuhören. Manchmal, man muss gar nicht reden. Und manchmal, es gibt für bestimmte Dinge, gibt es einfach nicht die richtigen Worte. Aber einfach da zu sein und der Person zuzuhören, das macht für mich den Unterschied. Zu gucken, okay, wo kann ich vielleicht helfen? Wo braucht die Person vielleicht gerade Unterstützung? Kann ich sie zur Chemotherapie fahren? Oder kann ich ihr was zum Essen kochen? Kann ich ihr vielleicht, Lebensmittel einkaufen, weil sie gerade vielleicht einfach zu schwach ist. Gemeinsam irgendwie was kochen oder die Person einfach auch ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen und ein bisschen vielleicht auch natürlichen Alltag reinzubringen. Das ist das, was mir ganz doll geholfen hat. Ich wollte eben nicht, dass die Krebsdiagnose mein Leben komplett umkrempelt. Und dass mein Leben der Krebs ist, sondern ich wollte immer noch mein Leben führen und ich wollte ganz viel Normalität. Und gerade das ist das, was Angehörige einem dann in solch einer Situation vielleicht schenken können. Normalität, Alltag, vielleicht auch eben einfach mal über ganz, ganz andere Sachen zu erzählen, vielleicht über den neuesten Gossip, keine Ahnung, aber damit man einfach mal auf andere Gedanken kommt und nicht immer in dieser Krebsbubble bleibt. Und einfach auch mal ein bisschen, ja, wieder die Dinge auf die schönen Dinge im Leben hat. Also für mich ist eben, für mein Wort durch die Krebstherapie ist für mich Löwenpower. Es ist eben wirklich dieses, also ich habe eben mir dieses Krafttier, den Löwen, gefunden, weil der Löwe zum einen, wenn es drauf ankommt, ganz viel Energie hat.
aber auf der anderen Seite ja diese Gelassenheit mit sich trägt. Und deswegen ist der Löwe so mein Krafttier geworden und für mich war es dieses Wort Löwenpower, weil die Löwenpower möchte ich in mir behalten. Deswegen ist es eben, also seither habe ich diesen Löwenring, weil das eben einfach mich immer wieder daran erinnert, behalte deine Power, behalte aber so vielleicht auch so ein bisschen deine Entspanntheit und deine Leichtigkeit, die du nicht mehr verlieren möchtest. Ich finde es erstmal wichtig, dass man, wenn man sagt, ich gehe zur Vorsorge, das nicht mit Angst behaftet und sagt, ich gehe zur Vorsorge, um einen Krebs zu entdecken. Nein, ich gehe zur Vorsorge, um mir zu bestätigen lassen, dass alles gut ist, dass es meinem Körper gut geht. Und so sehe ich das auch bis heute, auch mit den Nachsorgeterminen, weil viele mich fragen, hast du nämlich Angst vor Nachsorgeterminen? Und ich denke mir, nein, das ist für mich, jedes Mal gehe ich dorthin und kriege eine Bestätigung, wieder so den TÜV, von wegen alles gut, darfst weiterleben, ist alles super, mach weiter so, wie du bisher, also bisher alles machst. Das ist für mich eben so ein Go. Und für mich gibt es ein gutes Gefühl. Und deswegen möchte ich davon weg, dass eben Vorsorgeuntersuchungen so negativ behaftet werden, weil es eigentlich was Positives ist. Man kann, auch wenn man eben was erkennt, etwas rechtzeitig erkennen und kann rechtzeitig etwas tun. Und das ist das Wertvolle, weil Brustkrebs ist schon lange kein Todesurteil mehr. Das heißt nicht gleich, dass man an so einer Diagnose sterben muss, sondern wenn man rechtzeitig hingeht, haben wir noch ganz, ganz viel in der Hand. Und das, finde ich, ist eben dieses Wichtige, da nicht irgendwie die Zeit zu verlieren und zu sagen, ich habe gerade keine Zeit, das passt gerade irgendwie nicht rein, sondern wirklich sich diese Zeit zu nehmen, da einmal im Jahr mindestens hinzugehen, auch wirklich selbst mal die Brust abzutasten und sich diese Zeit für sich zu nehmen, aber auch zu gucken, mal ein bisschen auch mit der Familie über solche Themen zu sprechen, offen über solche Themen zu sprechen und zu gucken, gibt es vielleicht auch Brustkrebsfälle meiner Familie? Wie präsent ist das? Ist da vielleicht meine Cousine, meine Oma, sind da mehrere Generationen vielleicht schon irgendwie erkrankt und ist das vielleicht bei mir ein Thema? Um dann irgendwie zu prüfen, brauche ich vielleicht noch besondere Präventionsmaßnahmen? Also oftmals kann man eben gucken, habe ich vielleicht eine Genmutation? Ich zum Beispiel bin Trägerin der BRCA1-Genmutation, eine, die sehr bekannt geworden ist, weil Angelina Jolie deswegen ja in der Schlagzeile war, die auch darüber berichtet hat, dass sie sich eben aufgrund dieser Genmutation die Brüste, also das Brustgewebe und die Eierstöcke entfernen lassen hat. Und genau das habe ich eben auch. Also um mein Risiko weitestgehend zu reduzieren, habe ich mein Brustgewebe einmal komplett entfernen lassen, hatte eine Mastektomie, um eben mein Risiko, soweit es geht, reduzieren zu können. Aber es gibt eben trotzdem eben viele tolle, sinnvolle Netzwerke, wie zum Beispiel auch das BRCA-Netzwerk, wo man sich informieren kann oder eben dabei auch auf der Seite von der DKMS direkt. Also da gibt es ja auch ganz viele Anlaufpersonen oder Anlaufstellen, wo man sich direkt hinwenden kann mit seinen Fragen und sich da informieren kann. Und das finde ich eben total wichtig, sich da auch wirklich aktiv zu informieren. Und wirklich auch in der Familie einmal umzuschauen, wie präsent ist das Thema vielleicht bei mir schon gewesen? Also wie hoch ist mein persönliches Risiko, um rechtzeitig zu handeln? Genau das ist, glaube ich, das Wichtigste, rechtzeitig handeln und nicht erst, wenn es schon zu spät ist. Also es sind natürlich viele äußere Faktoren, wenn man sich damit beschäftigt, was für äußere Faktoren alles mit einer Brustkrebsdiagnose einhergehen können, haben wir doch viel selbst in der Hand. Klar, also es wäre eben schön, wenn wir sagen könnten, mit bestimmten Tools können wir Krebs oder irgendwas heilen. Das ist es nicht, aber wir haben aktiv es selbst in der Hand, unseren Körper bei seiner Arbeit zu unterstützen, zu gucken, dass es ihm gut geht. Das ist das, was ich vor allem lernen durfte, denn durch diese ganze Brustkrebsdiagnose und Therapie habe ich zum Thema Ernährung gefunden und habe erst mal kennengelernt, ach krass, das ist ein Hebel, wo ich ein Stück weit wieder Kontrolle bekomme, aktiv was machen kann und gucken kann, wie kann ich meinen Körper eigentlich bei seiner Arbeit unterstützen. Aber es ist eben auch das Mindset. Also es gibt so viele Faktoren, wo auch die Studienlage ganz klar ist. Also man weiß mittlerweile, dass Ernährung wahnsinnig viel helfen kann. Obst, Gemüse,
gute Ballaststoffe. Es gibt ganz eindeutige Studien, die zeigen, dass Ballaststoffe gut in einer Brustkrebsdiagnose sind. Dass Alkohol schlecht ist, Studienlage ist auch ganz klar. Dass man da gucken kann, okay, was kann ich jetzt für meinen Körper tun, gerade in Bezug auf Ernährung, aber es gibt eben ja auch andere Faktoren, zum Beispiel Trinken, Wasser wird vergessen, Atmung, was brauchen unsere Zellen? Unsere Zellen brauchen Sauerstoff. Ich habe erst, als ich mich mehr mit meinem Körper auseinandergesetzt habe, erst mal kennengelernt, wie wichtig unsere Atmung ist. Ich habe erst mal gelernt, wie man richtig atmet. Das habe ich eben, also als ich mich mit meinem Körper beschäftigt habe und gesagt habe, ja klar, Sauerstoff macht Sinn, aber wie atmest du eigentlich? Habe ich gelernt, okay, wenn ich Stress habe, einfach mal tief in den Bauch einatmen, gerade auch bei Vorsorgeuntersuchungen, bei irgendwelchen ärztlichen Untersuchungen, wo man vielleicht doch ein bisschen nervös ist, tief in den Bauch atmen. Das macht so einen großen Unterschied und gerade auch das ganze Nervensystem wird reguliert, die Zellen werden gefüttert und das macht für mich eben Sinn, dahingehend viel zu machen, aber auch die Studienlage, ganz eindeutig, Bewegung. Zu gucken, sich auch, wenn man eigentlich gerne auch während der Therapie den ganzen Tag nur auf der Couch liegen möchte oder einfach im Bett liegen bleiben möchte. Jedes Mal, wenn ich doch vor die Haustür gegangen bin und sei es eben, ja, einfach nur die Treppe runter, kurz an die frische Luft und das war es dann schon. Aber dieses kleine bisschen Bewegung hat mir auf jeden Fall viel geholfen. Das sind alles Sachen, die ich früher sehr stark belächelt habe, aber die ich heute sehr gerne in meinen Alltag integriere, weil ich weiß, wie gut es meinem Körper tut und welchen positiven Einfluss das auf meinen Körper hat. Und all diese Dinge, die dürfen wir nicht vergessen und sollten dem mehr Fokus schenken. Der weitere wichtige äußere Faktoren, die wir natürlich nicht vergessen dürfen, gerade bei uns Frauen, das Thema Hormonhaushalt. Das ist eben auch ein Thema, was ich stark unterschätzt habe und mein Brustkrebs war eben nicht nur aufgrund einer Genmutation zurückzuführen, sondern er war auch ganz stark hormonabhängig. Also ich hatte eine ganz, ganz starke Östrogendominanz und meine Brustkrebszellen haben sich von meinem Östrogenhaushalt, also von zu viel Östrogen ernährt. Ich muss selbst heute noch Tabletten einnehmen, die meinen Hormonhaushalt, meinen Östrogenhaushalt also unterdrücken. Was beeinflusst meinen Hormonhaushalt? Also das ist ja zum einen klar, also wenn wir die Pille einnehmen, ich habe 15 Jahre lang die Pille eingenommen, beeinflusst das natürlich meinen Hormonhaushalt. Es kann sinnvoll sein, aber dann finde ich es auch wichtig, mal zu überprüfen, mal vielleicht einen Hormonstatus zu machen und zu gucken, wo befinde ich mich hier, um einfach ein bisschen Kontrolle zu haben. Also Prävention ist gut, aber Kontrolle ist manchmal noch besser, um zu gucken, okay, wo sind denn Einflussfaktoren, wo ich vielleicht Einfluss drauf nehmen kann. Ich empfinde ja gerade Ernährung als einen der größten Einflussfaktoren auf unsere Gesundheit. Denn das, was wir tagtäglich in uns hineingeben, beeinflusst ja eigentlich unser ganzes Leben, unseren ganzen Tag. Also wie leistungsfähig sind wir? Essen gibt uns Energie, macht uns leistungsfähig, macht uns klar im Kopf und sorgt dafür, dass überhaupt unser Körper richtig funktionieren kann. Dieses Bewusstsein zu haben, dass mit jedem Lebensmittel, was ich zu mir nehme, den Körper bei seiner Arbeit gegen diese Zellen, diese bösen Krebszellen zu unterstützen, da passiert was. Erstmal dieses Bewusstsein fand ich total faszinierend und das hat mir geholfen, aber auch direkt zu spüren, dass ich wieder viel mehr Energie hatte. Und wenn man das Step by Step ausprobiert, also ich möchte wirklich nicht, dass jeder gleich von heute auf morgen, ich möchte, dass keiner diesen Verzichtsgedanken hat. Für mich ist gesunde Ernährung kein Verzicht, sondern gesunde Ernährung ist für mich ein Add-on. Ein Add-on für die Gesundheit. Wieder die richtige Perspektive auf die richtigen Sachen zu haben. Nicht zu sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt auf die ganzen Dinge, die ich verzichten, also worauf ich verzichten muss, was ich nicht darf, sondern die Perspektive darauf zu lenken, wovon sollte ich vielleicht mehr zu mir nehmen? Mehr Farben, mehr Obst und Gemüse, mehr Nährstoffe. Und ich finde, das macht den großen Unterschied. Da so die Perspektive zu ändern und zu gucken, was kann ich da aktiv für mich tun und das ist mir wichtig, da aufzuklären. Genau deswegen habe ich ja eben auch meine zwei Ernährungsratgeber geschrieben, wo ich genau diese Perspektive teilen möchte. Also ich kann jeder Frau eigentlich nur dazu raten, sich wirklich bewusst zu machen,
was kann ich meinem Körper heute aktiv Gutes tun? Wie kann ich ihm vielleicht so ein bisschen bei seiner Arbeit supporten und dazu gucken, was nehme ich tagtäglich zu mir, was tue ich mir Gutes damit und vielleicht wirklich bewusst einfach mehr zu Obst und Gemüse zu greifen. So seine 5 Portionen Obst und Gemüse sollte man pro Tag schaffen. Wenn man das geschafft hat, ist man eigentlich ganz gut auf der richtigen Seite. Und wenn es vielleicht am Anfang nicht 5 Portionen Obst und Gemüse sind, vielleicht mit 3 oder 4 Portionen anzufangen, aber einfach bewusst jeden Tag Obst und Gemüse. Das klingt so simpel. Jeder weiß es eigentlich, dass Obst und Gemüse gut für uns ist. Aber sich das wirklich mal zum Ziel zu nehmen, jeden Tag bewusst darauf zu achten. Man darf natürlich nicht vergessen, dass eine Brustkrebsdiagnose natürlich auch Spuren hinterlässt und dass das jetzt nicht so ist. Ich mach die ganze Therapie durch, schaffe sie erfolgreich und dann ist wieder alles beim Alten. Ich fand die Zeit danach fast noch intensiver, weil du hast eben ein Jahr lang dich um deinen Körper und darum gekümmert, den Kampf gegen den Krebs irgendwo zu besiegen und den Körper zu unterstützen. Und dann ist die Therapie vorbei und auf einmal wirst du wieder in dieses alte Leben zurückkatapultiert, aber du bist nicht mehr die gleiche. Du siehst nicht mehr genauso aus, also du bist äußerlich nicht mehr die gleiche, du bist aber auch innerlich nicht mehr die gleiche und kannst nicht einfach wieder da anfangen, wo du vorher warst. Und ich finde es so wichtig, auch da sich auszutauschen und dort die Frauen aufzufangen und zu gucken, was kann man machen, was ist eigentlich mit den ganzen Nebenwirkungen, die eine Chemotherapie hat, die ganzen Begleiterscheinungen. Also sich da wirklich Hilfe zu suchen, auszutauschen, zu gucken, was kann ich aktiv tun, finde ich total wichtig und fand auch hier den Austauschen her ganz, ganz wichtig, weil es für mich echt danach so diese Selbstfindungsphase wieder zu herauszufinden, wer man eigentlich ist. Man möchte ja nicht mehr der Krebs sein. Wer bin ich eigentlich jetzt ohne Krebs? Also wer bin ich danach? Wer möchte ich eigentlich sein? Was macht mich glücklich? Also wo möchte ich eigentlich hin? Wie bewegt mich das Leben? Also es sind alles so Fragen, die dann auf einmal aufploppen und für die man sich aber auch die Zeit nehmen muss und schauen muss, was möchte ich eigentlich vom Leben? Und das war für mich ein wahnsinnig großer Schritt, der wahnsinnig viel in mir bewegt hat, zu gucken, okay, wie möchte ich mein Leben jetzt eigentlich nach dieser Diagnose gestalten? Und da habe ich wahnsinnig viel verändert. Heute nach der Diagnose bin ich eine ganz andere Caro, aber im positiven Sinne. Denn ich habe so viel über das Leben gelernt und ich habe gelernt, wirklich zu leben. Ich lebe heute Dankbarkeit. Ich lebe Wertschätzung für die kleinen Momente im Leben. Ich verspüre eine ganz, ganz andere Leichtigkeit, beziehungsweise ich habe meine Leichtigkeit wiedergefunden. Ich bin gewiss nicht dankbar für diese Brustkrebsdiagnose, aber ich bin wahnsinnig dankbar für all diese Erkenntnisse, die mit der Diagnose einhergehen, auf die Perspektive, die ich heute für das Leben bekommen habe, diese Dankbarkeit, diese Wertschätzung für das Leben und zu wissen, wie wertvoll unsere Gesundheit ist, wie wertvoll dieses Leben ist. Und das hat mich zu einem anderen Menschen gemacht und ja, ich bin stolz, heute die Caro zu sein, die ich heute bin. Meine Ziele heute sind auf jeden Fall, ja, erstmal selbst glücklich zu sein, aber dann vielleicht die Menschen auch mit meinem Glück so ein bisschen anzustecken und dafür zu sorgen, dass auch die anderen Menschen glücklicher sind und sich besser und wohler in ihrem Körper fühlen und denen aktiv eben ja zu helfen, zu mehr Energie, zu mehr Wohlbefinden. Und das ist meine Herzensmission geworden, aktiv das Wohlbefinden von anderen Menschen zu beeinflussen, die Gesundheit von anderen Menschen zu beeinflussen. Und vielleicht auch ein Stück weit mit meiner Arbeit und der Aufklärung, die ich betreibe, vielleicht auch Menschenleben zu retten. Das ist total, das macht mich glücklich. Ich möchte den Frauen mit auf den Weg geben, auf sich aufzupassen und auf ihren Körper zu hören, sich einfach mal bewusst Pausen und Me-Time zu gönnen und mal ein bisschen in sich zu hören, was tut mir heute wirklich gut. Was brauche ich?